Herzlich willkommen. Je länger ich hier im Bundestag bin, desto mehr entsetzt mich, was die anderen Parteien eigentlich unter Außenpolitik verstehen. Einmal die Woche tagt hier der Auswärtige Ausschuss und da geht es immer nur um Kriege. Afghanistan, Kosovo, Libanon, Sudan. Und die Frage ist dann nicht, wie können wir helfen, diese Konflikte friedlich zu lösen. Die Frage ist immer nur, wie viele Soldaten schicken wir hin? Das hat Ausmaße angenommen, das hätte ich mir vorher nie vorstellen können. Vor der Sommerpause hat das Außenministerium verkündet, dass es 93 Millionen Euro einsparen muss. Das ginge eigentlich ganz einfach, denn das Ministerium gibt viel Geld für Waffen und Soldaten aus. Allein 50 Millionen für die afghanische Armee. Aber wo kürzt dieser Außenminister? Bei den Vereinten Nationen 7 Millionen. Bei der Abrüstung 19 Millionen. Bei der humanitären Hilfe und bei der Vorbeugung von Konflikten 67 Millionen Euro. Überall wird die deutsche Außenpolitik immer unfriedlicher. In den Sudan schickt sie lieber Soldaten als Entwicklungshilfe. In Afghanistan rüstet sie auf, statt zu verhandeln. Sie kürzt bei den Vereinten Nationen, aber nicht bei den Waffen. Selbst bei der Fußball-Weltmeisterschaft sind wir darüber gestolpert. Wir haben uns mal angeschaut, wer von den WM-Teilnehmern Waffen aus Deutschland gekauft hat. Das Ergebnis ist erschreckend. An jedem einzelnen Spieltag bis in das Finale waren zwei oder mehr Länder dabei, in die Deutschland Waffen exportiert hat. Wir, die Linke, wollen, dass Deutschland überhaupt keine Waffen mehr exportiert. Dass in Afghanistan endlich ein Frieden verhandelt wird, dass die Vereinten Nationen mehr Gewicht bekommen und dass die deutsche Außenpolitik endlich wieder friedlich und fair wird. Wir arbeiten dran.